Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Drei Stühle ohne Meinung. Bei mir der einzige, aber nicht artige Stromski. Hallo. Und der, ja, macht nichts. Bisher noch rechtzeitig gewesen. Rechtzeitiger als bei der letzten Aufnahme. Und der Feuerbart-Viking aus dem hohen Norden, der Larutan83. Ja, moin moin. Und ich habe gar keine Meinung. Stühle ohne Meinung heißt ja, es genau. Ja. Ich habe nur eine Meinung, habe ich aber doch. Ja. Saufen und Diablo killen. Ja, genau. Und genau das machen wir jetzt auch. Chaos Club 2 Bumsbirne. Los geht's in die Grotte zur Hölle. Nein. Nicht. Ja, Herr von und zu Larutan muss noch zur Magierin. Warum? Na, das siehst du dann. Soll ich 30.000 Gold mitnehmen? Nicht gespannt. Soll ich 30.000 Gold mitnehmen oder was? Ja. Hier, wir haben ja ein bisschen Gold. Gworak hat hier gerade netterweise ein bisschen. Ich kann gar nicht mehr so viel Gold mitnehmen. Ich habe so viele Tränke dabei. Mal ertragen, den brauche ich. Danke. Gold! Ja, nimm die mit, ich kann ja neu kaufen. Ja, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ich kann keine Mana-Tränke mehr abwerfen, weil hier kein Platz mehr ist. Gott, wer macht das denn hier immer so voll? Es tut mir leid. Also ich hab, wir haben ja ein bisschen gelevelt. Ich bin mittlerweile Level 25, ich hab 27 nicht geschafft. Und ich habe 60, ich habe nach unserer letzten Session, wo wir schon so viel Gold verloren haben, nochmal 60.000 verloren, wenn man Diablo abgestürzt ist. Mit sämtlichen Ersatz, Gegenständen und so weiter, alles weg. Aber trotzdem hatte ich jetzt wieder einiges. Also Gold kriegt man Hölle genug. Ja. Ich denke, wir haben jetzt hier mal locker 200.000 haben wir hier rumliegen, ne? Ja, so ungefähr. Also wer was braucht, bediene er sich bitte. So, aber soll ich denn gucken hier? Bei Stäben oder was? Book auf irgendwas. Ach, das Book auf irgendwas, das soll ja gut sein. Ja, ich okay. Book auf Elemental? Nee. Das... Book auf Mana Shield. Ja, Book auf Mana Shield musst du kaufen. Da ist doch für jeden random was anderes drin. Echt? Ja, sicher. Und wenn wir jetzt runtergehen und 2-3 Meter laufen, ist da gleich wieder was anderes drin, wenn wir rauskommen. Echt? Du musst das dann jetzt kaufen, ja. Aber du wolltest doch... komm mal her, du musst das Gold bekommen. Stay a while and bitte? Du musst das Gold haben. So, okay. Aber du würdest es gerne haben, oder? Sonst nehme ich es. Ja, ich würde es super gerne haben, weil ich bin ja immer noch Mana Shield Level 1 und ich weiß nicht, ich denke natürlich Level 2 ist besser. Aber warte mal. Also du willst es nicht, ja gut, dann nehme ich es für mich. Doch, natürlich will ich's. Freunde, ihr seht, wir sind hoch vorbereitet in die Aufnahme gegangen, ne? Meine Aussage konnte man doch gerade gar nicht anders deuten. Ich habe mittlerweile auch Book of Mana Shield selber. Ich habe das nämlich letztes Mal gefunden. Oh, guck mal, hier sind ja Tränke. Sehr schön. Und bin mittlerweile wesentlich stärker als vorher. Also Mana Shield hat für mich einiges ausgemacht. Ich habe es auch im Guide gelesen, dass es eigentlich wichtig ist. Habe ich aber erst danach getan. Book of Mana Shield. Hier noch Platz. Kostet sogar nur 16.000. Ich gehe mal ein bisschen in die Hölle schnüffeln. Was war das? Du wartest auf uns. Denke woran wieder. Ich kann nicht, ich hab keine Zeit. Bist du da? Oh, Hilfe, hier greift mich jemand an. Wer bist du? Die Hulde, mein Gworak wird angegriffen. Lass uns zu Hilfe eilen. Warte, Herr Stromhold. Nö. Ich hab ihn erschlagen. Oh, Book of Mana Shield. Sorry, wenn ich jetzt das lerne, warte mal. So, erstes Level ist clear. Ich bin fertig hier unten, ihr könnt dann kommen. Diablo ist tot, los geht's. Diablo ist down, ihr könnt jetzt nachkommen. Diablo 2, los geht's. Ja, ich hab Diablo 2 schon installiert. Mana Shields Level 3 bin ich jetzt. Ach, Level 3 hast du schon? Ja, das wusste ich auch nicht. Anscheinend habe ich doch mal ein zweites gefunden. Wusste ich wirklich ja, nicht mehr. Ja, dann hätte ich es ja nutzen können. Schweinerei. Nee, das ist nicht so, das ist nicht so wichtig. Du hast ein paar mehr, du hast ein bisschen mehr Energie als ich. Ich lasse dich immer so liegen, ne? Wir kommen ja wieder. Ja, ja, ich hab's ja extra so hingespannt. So, wir haben auf jeden Fall wieder Blutritter hier unten. Denn das haben wir auch festgestellt beim Leveln. Die Gegnergruppen, die hier uns angreifen, die stellen sich immer random zusammen. Richtig, ja. Manchmal sind die recht einfach und manchmal sind die halt schwer. Von der Kombo her. Und der Gnorr hat eine schwere Kombo gefunden. Ich muss sagen, mit Mana Shield hatte ich gar keine Probleme mehr. Ohne Mana Shield hätte ich wirklich. Also, ich würde jetzt nicht hier runterkommen, wir müssen die Aufnahme neu starten. Hier stehen 2000 Gegner. Hast du ja gut gemacht. Ja. Ich bin reingegangen, aber. Warte. Schießt sie alle tot. Ich will keinen von euch treffen, deswegen schießt sie jetzt erstmal gerade gar nicht. Ich schau groß, wahrscheinlich gerade nicht weg. Nein, alles gut. Ich hab 2000% Feuerlesen. Achso, na gut, dann ist ja gut. Weil ich hab hier. Das haben wir doch gut gemacht hier, ne? Wie man gerade gesehen hat, das haben wir sehr gut gemacht. Wir sind sehr gute Spieler. Ich habe einen Inferno-Zauber und der ist ziemlich stark. Das war hier ein Hail to the Elokun. Genau, to the Elokun.
Was? Also wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte angucken. Elokun. Ja, der ist gut. Aber was, wieso, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, weil er auch immer sagt, oh, das habe ich gut gemacht, ich bin ein sehr guter Spieler. Ich hab letztens das, Blacklist. Ja, das ist der Blacklist. Let's Play von ihm angeguckt. So genial. Man lacht sich tot, ja. Total die spannende Szene. Also wirklich, dass ich im Hinterhalt oder was mache und dachte, okay, auf geht's. 3, 2, Moment, Tee trinken. 1. Moment, jetzt muss ich drücken. Das. Ich so empfehle gut. Auch sehr das Portal 2 Let's Play von ihm. Das ist auch grandios. Das Portal 2 hat er gemacht, oder? Ja, absolut genial. Ich hab mich bald bepisst vor lauter Lachen. Singleplayer oder Koop? Nee, das hat er im Singleplayer gemacht. Okay. Upsi, ich drück was Falsches hier. Ja, der ist einfach klasse, also. So. Das Beste war eh, das Spiel geht los und nach anderthalb Minuten stirbt er schon. Oh, bin ich schon tot? Ich kann das gar nicht nachmachen, so wie er redet, das ist einfach nur klasse. Das ist ein Österreicher. Ja. Der wird selbst in Österreich einfach eine ganz, ganz eigene Art. Ja, also. Das stimmt. Also ich finde das auch lustig, dass es halt so auf einmal so haut das so ein Video raus oder so. Ah ja, ich war ja jetzt im Urlaub, hab da alle meine Videos schön bewertet und abonniert und so, seid ihr alle brav gewesen und so. Finde ich so total lustig. Ich lach mich da jedes Mal schrott, ey. Magic Lightning, da sind sie wieder, die Affen. Komm ich den halt mit Feuer an? So, das sind aber noch nicht die starken Vipern hier, oder? Die goldenen. Nee. Ja, aber ich glaube, ich komme nicht gesehen. Also, zumindest nicht mehr in der Masse. Resist Fire. Warte mal, die sind ja Fire Resist. Wieso geh. Da muss ich ja mit Magic Lightning drauf feiern. Das ist jetzt zum Beispiel so eine für einen Magier. Quark sieht genauso aus wie die. Sieht wirklich fast aus wie ein Vögel. Nein, aber der. Das sind natürlich so jetzt für einen Magier eine richtig scheiß Combo. Fire Immun und Blitz Resistent. Ja. Ja, nee, das genau andersrum. Nee, die sind. Also, die sind Fire Immun. Oh, hier haben wir einen Cauldron. Guck mal, die anderen. Oh, die anderen sind Magic. Ach, das ist ja eine richtige Scheiß-Kombo für mich. Hä? Magic Immun und Resistant gegen Lightning? Das verstehe ich nicht. Ja, die sind Magic. Das habe ich auch nicht verstanden. Traut sich Leute, guck mal kurz. Ja, genau. Also, wer will machen? Ich würde es tun, aber ich würde euch auf den Vor. Also, ich würde sagen, wir machen sie mal abwechselnd. Okay. Ich fange an. Ja, fang mal an. Crimson und bla bla bla. Mal gucken, was es macht. Ach, da ist auch einer. Hier ist auch einer. Oh. Jetzt habe ich noch Erfrischungspotion, super. Ja gut, warte mal, dann werde ich jetzt mal hier drauf Nimm klicken. Mal den zweiten, ich klicke ja eh mal drauf. Ich lese dann vor. Stromski guckt dann, was das ist. Boah, au, oh. Arcane Power brings destruction. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Ja, was das hat geklappt. Du hast wieder volles Mana und Leben. Ah, okay. Nova. Ne, Mana voll und castet Nova. Ja. So, ja. Hier unten geht's noch lang. Danke, jetzt habe ich mich keine Mana mehr, jetzt kann ich so einen Erfrischungspotion schlucken, den ich gerade bekomme. So, total schön. Die sind gar nicht so schlecht, ne? Also die Erfrischungspotions sind ja wirklich gut. Also ich mir jetzt mit meinem Mana-Sheet kaum was bringen, jetzt muss ich Mana-Sheet neu casten gegen dir. Hier kommen sie! Ja, da musst ihr müsst hier ein bisschen auf mich aufpassen, weil die halt Magic hier ein bisschen scheiße, kaum was zu machen ist. Ich mach auch weniger Schaden, weil ich ja ein Feuer-Dings schieße. Ne, tu ich gar nicht. Nimm's zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich schienen soll. Die eine Magic immun, die andere Feuer immun, die nächsten Blitz immun. Seh zu, dass die Ritter wegkommen. Die machen Schaden ohne Ende. Ja, nichts gegen diese Harpien. Diese Blutharpien. Boah, da habe ich auch noch einen Hochlevel-Boss dabei. Blutharpien sind aber gut, weil die Blutharpien komischerweise nicht gegen Feuer immun sind. Die halten relativ wenig aus, aber die machen einen Schaden. Fand ich jetzt gar nicht so. Das sind nicht die normalen Harpien, die wir letztes Mal schon hatten. Weißt du, das sind so Blutharpien. Ich weiß, ich hab's verstanden. Mhm. Ich habe ja dreimal durchgespielt hier, die drei Level, muss ich sagen, zum Leveln. Ja, wie gesagt, Mana Sheet macht das halt immer Schaden, weil du kriegst 33% weniger Schaden. Das ist schon krass. Muss denn hier, der ist ja Magic Lightning immun. Der muss sich wieder Feuer einsetzen. Oh Gott. Also die anderen sind Magic immun. Ich habe tatsächlich einen Tipp gelesen, dass man mit der Bogenschützen am besten gegen Nahkämpfer mit Nahkampfwaffen rangeht. Schild und Einhandwaffen. Das ist tatsächlich ein Tipp. Jetzt ein Ausrüstungsmanager, ne? Wo man schnell umschalten kann. Gibt's das hier gar nicht bei Diablo 2 gibt's das ja.
Variable 2,y oder sowas drücken und dann wechseln. Immun Magic. Resist Fire. Ich habe das falsch gemacht. Den muss ich mit Feuer bekämpfen. Aber der hält dann trotzdem noch sau viel aus. Ja. Das ist echt. Das Level ist. Aber das Gute wird sein, dieselbe Kombo wollen wir ja nicht beim anderen haben. Ja, wahrscheinlich. Auf anderen Ebene. Aua, das, ich komm nicht weg. Hier ist ein Ring gedroppt irgendwo. Ja, hab ich auch gehört. Boah, ich hab keine Heiltränke mehr. Echt nicht? Nee. Ja, warte mal, ich mach Heal Alsas. Wo ist denn Heal Alsas überhaupt? Danke. Habt ihr einen Ring? Ich hab ihn nicht gesehen, aber ich gehe trotzdem mal. Ich würde gerne mal in die Stadt. Kannst du. Warte, ich kann selbst einen Town Portal machen. War ein Amulett. Danke, ich bin gleich wieder da. Ich bin auch mit weg. Ich hole mir auch eben neue Mana-Tränke. Ja, ich auch. Boah. Ich verballer richtig also viel, ist ja, weil die so Magic-immun sind. Ist ja schon die zweite Aufnahme heute, ne? Die erste, da hat was mit dem Sound noch nicht gestimmt. Und bei der ersten hatten wir eigentlich eine deutlich einfachere Kombo hier auf der ersten Ebene, ne? Ja, aber ich bin da ganz froh drum, weil ich glaube, wenn das jetzt random bestimmt ist, dann werden wir auf der nächsten Ebene, glaube ich, nicht die gleiche Kombo erwischen. Das wäre zumindest für dich gut, ne? Ja, also für mich ist das Schlimmste, so wie jetzt, dass der eine Magic-immun ist, oder nicht Magic Immune, sondern Blitz Immune und Magic Resist. Ja. Und das nächste Blitz Resist und Feuer Immune. Das ist also total schwierig vom Umschalten und keiner meiner Zauber macht richtig Schaden an denen. Ja. Ich muss immer richtig saftig draufhalten, dass ich überhaupt ein bisschen Schaden mache. Nein, meine Ersatz-Items sind alle weg. Warum das? Weil er dich nicht aufgenommen hat. Oh, das ist natürlich ein bisschen schlecht, ne? Naja, egal. Bin dann nur kurzlos ohne Bogen. Aber egal, ich hole mir eben noch neue Mana-Tränke, ich habe jetzt gar keine mehr. Wow, what can I do for you? Ich habe noch genug Geld zum Mana-Tränke kaufen. Oh, ich wollte sagen. Ja, ganz knapp. Geld ist so ziemlich das Einzige, was wir genug haben heute. So, ich komme mal wieder runter. Ja, ich gehe nicht durch, ich gehe als letztes durch. Obwohl, ich kann auch durchgehen und direkt neu stellen. Ja. Was? Gut. Ich hole mir jetzt einfach Heiltränke, ich habe keine Lust bis hinten zu laufen. Es ist doof, dass man hier nicht auch Mana-Tränke kaufen kann beim Priester. Habt ihr jetzt eben den Ring gefunden? Amulett war das. Ah, Amulett, okay. War aber nur mit plus 30 Leben. Ja. Nur, sagt er. Ja. Also ich hatte vorher plus 17 Vitalität, also ich habe jetzt effektiv 3 Leben mehr. Effektiv 3 Leben ja immerhin, nicht wahr? 3 Leben ist besser als ein Stein am Kopf. Kommt natürlich auf den Stein an. Ach, das ist meine Katze. Hier sind ja welche. Boah, renn da nicht rein. Alles gut, ich bin schon. Alles safe, alles clean. Ich habe glaube ich auch mal wieder was getötet. Boah, hat sie extra Magieresistenz wegen uns geholt. Ich habe extra noch einen Kolben aufgehoben, mit dem ich dann insgesamt 100% magieresistent bin. Bist du? Ja, mit der anderen Keule, die macht nur noch halb so viel Schaden wie mein Schwert. Boah, Alter. 100%, echt? 100% Magic Resist. Ich frage, ob du wirklich immun bist. Das weiß ich nicht. Also ich habe. Also, du hast eben auf jeden Fall von mir kaum Schaden bekommen, wo ich die ganze Zeit die... Ja, ich habe das ja nicht an jetzt. Im Moment bin ich 45%. Das Inferno auf dich gehauen hat. Im Moment habe ich 45% auf alles. Außer also 4 auch. Ich habe übrigens tatsächlich... während ich gelevelt habe, habe ich tatsächlich eine Axt benutzt, die mir 37% Resist of All gegeben hat. Weil es einfach angenehm war, damit zu spielen. Weil man wirklich weniger Schaden kriegt, deutlich weniger. Wenn Lao mich anschießt, ist direkt mein Mana-Schild weg, Mana leer. Das kostet mich dann echt einen Mana-Trink. Ja, wenn du im Weg stehst, ist das so. Hallo? Der war aber jetzt absichtlich. Komm, jetzt gib's mir dieses dazu. Das sicher ist ja oder absichtlich. Und dann pass mal auf, dass ich. Ne? Ja, wenn du das schon sagst, hast du einen Umweg. Du standst mit der Sonne. Hab mich schief angeguckt. Hä? Oh Gott! Der kann Gott, da bin ich fast gestorben. Da bin ich fast gestorben, du. Wenn ich nicht aufgepasst hab. Ja, ihr macht das schon. Ich leg mal Tränke nach. Gut hier. Im Singleplayer habe ich einen kleinen Trick gemerkt. Statt, wenn man keine Heiltränke mehr hat, statt die schnell reinzuziehen, droppe ich die alle auf den Boden und heb die auf. Das geht viel schneller. Wie willst du die denn alle droppen? Einfach ganz schnell rausziehen, Inventar zu machen und dann ganz schnell auf den Boden die aufheben. So, ja, das geht schneller, wenn du die einzeln in die Leiste ziehst. Hey, dann geht noch schneller, dass du das Inventar einfach auflässt, weiterspielst
und dann mit rechter Maustaste die trinkst. Ja, aber da kannst du ja nicht spielen. Natürlich. Natürlich kannst du mit offenem Inventar spielen hier, das ist doch kein Problem. Ich kann aber ganz schlecht dabei schießen und sowas. Ich muss, ja die Maus auf den Gegner dann zum Militär und so weiter ziehen. Ja gut, ich sag mal so, als ich hier allein rumgelaufen bin, habe ich natürlich nur die Flame Waves gefeuert, ne, wie bescheuert. Nur ja, das mache ich jetzt, das kann ich ja jetzt nicht bringen hier. Ja, dann, deswegen, da brauche ich dich nicht zielen, du. Sag ich ja. Was ist das leichter? Wieder in Sackgasse. So, ja, Sackgasse? Ja. Wieder in Sackgasse, oder was? Sackgasse. So, dann geht's hier oben noch weiter. Ich würde jetzt mal schön von hinten so eine Flame Wave. Was? Also, das hast du jetzt gesagt, nicht gedacht, ne? Der Lautern hat mir in Diablo 3 sowieso so eine kleine Kriegserklärung. Oh. Eine Kriegserklärung? Das kann mich gar nicht dran erinnern. Spielt ihr auch noch Hardcore mit Friendly Fire? Ich kann mich daran erinnern. Du meintest, in Diablo 1 kriege ich alles zurück. Ach so, ja. Ja, ich bin ja nicht nachfragen. Ja. Boah, Alter! Hört mal auf jetzt hier! Ich bin ins Duell vorbereitet. Mach gar nichts mehr, ich bleib nur hier stehen. Ich meine die Gegner. Die haben jetzt gerade dermaßen Schlagrhythmus drauf gehabt, dass ich nicht mehr zum Ausholen gekommen bin. So ein Dreck, das kenn ich. Dass man sich teilweise überhaupt nicht mehr wegbewegen kann, das ist schrecklich. Arrrr. Was ist hier los? Was war? Hilfe! Oh, ich muss hier vorne raus, ich verbrenne. Oh, das wird aber Schaden machen. Dann lassen wir den Magier mal machen da vorne, ne? Ja. Liegt. Alles tot. So, jetzt wollte ich auch mal, jetzt dürft ihr wieder vorbei. Sind alle Geier tot. So, Sackgasse. Gehen wir zur Treppe, würde ich sagen, wa? Schaut auf jeden Fall mal rein in unsere Diablo 3 Hardcore-Aufnahme. Ja, ich bin das sehr gespannt. Ich werde es mir auch die erste, die erste kommt ja, vorgestern. Die war ja schon. Vorgestern, genau. Die erste kommt ja vorgestern. Immer Dienstags und Freitags. Mal dazu sagen. Wo ist denn die Treppe nochmal? Ich habe die Karte überhaupt nicht. Ja. Hier ist die, da ist die Treppe. Die hatte ich noch gar nicht gesehen. Hatte nee, die haben wir gerade erst entdeckt. Wir haben nur die Treppe in die Stadt und die Treppe ins nächste höhere Level gefunden bisher. Genau. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte schon. Wart ihr schon irgendwo, wo ich nicht war? Hab ich schon wieder was nicht mitgeschnitten hier? Oh, da ist ein Ring gefallen. Hier läuft noch so eine einzelne Klobürste rum. Mach wenigstens mittlerweile ordentlich Schaden. Das gefällt mir ganz gut. Der 26 Ring muss, bis 29 mache ich jetzt. Der Ring muss identifiziert werden. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Ja, ich glaube, ich keine Rolle. Nee. Ich habe übrigens zwei Rollen auf Resurrect dabei. Ich habe eine mit. Ja, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Noch keiner verreckt, das ist doch mal was. Aber jetzt habe ich es verstanden. Und das waren schwere Kombos jetzt hier, ne? Weil wenig Magieschaden, also keinen Magieschaden eigentlich möglich. Ja, für dich, für Gurken, mich war das jetzt nicht. Aber guck mal, wie krass die auch gerade gefallen sind, obwohl die resistent waren. Obwohl ich damit voll. Boah, für meinen Schaden, ne? was man leider nicht gesehen hat, das war in der ersten Aufnahmesession. War wie der Vorak eine Truhe aufmacht und den Lautern, da ist eine Falle drin. Und ein Pfeil schießt auf Lautern zu, 100 Meter weg. Und er denkt natürlich, ich war das. Und er schießt mich halt instant mein komplettes Mana weg, plus mein Leben auf W7. Du bist aber auch nachtragend, Leute. Nichts mit Nachtragend zu tun. Ich kann ja nichts dafür, dass du. Was recht ist, muss recht bleiben. Ich kann nichts dafür, dass er eine Konstitution hat, ne? Was hast du denn da für ein Buch gefunden? Komm. Buch auf Inferno. Willst du sagen? Das nee, das brauche ich nicht. Entfernung nutze ich eh nicht. Ja, dann nehme ich das. Kannst du haben, wenn du willst. So, nächste Ebene, wa? Sind wir durch hier. Würde ich mal sagen. So, ja, komm, Inferno ist für mich ziemlich stark. Ich habe das auch eben ja schon mal eingesetzt. Und das haut ordentlich rein. Also ich würde sagen, eine Flame Wave und eine Firewall, das ist stark, aber das kann ich nicht nutzen, weil Inferno ich raucht Angst habe, dass ich euch irgendwie treffe. Ich finde Inferno rockt. Könnt ihr jetzt mal so eine geschmeidige Feuer. Oh, jetzt bin ich runtergegangen. Wollte ich gar nicht. Hier ist nichts. Alles gut, könnt runterkommen. Safe Spot? Jawohl, sehr schön. Man muss aber den Mana-Schiff wieder aktivieren, ne? Sieht genauso aus wie vorher, okay. Was hast du überhaupt keine Mana? Hilfe! Tötet auf, Bitch! Die Lava-Maus sind aber auch ätzend, weil die so Giftlachen hinterlassen. Wenn man da drin steht, dann kriegt man jetzt den Schaden, wie der Bohr gerade. Ja, und guck mal, die sind zum Beispiel, da steht nichts dabei, dass die immun sind, aber Feuerbälle fliegen durch die einfach durch. Vielleicht, weil die so klein sind, fliegen um drüber. Ja, nee, die Lava-Dinger, weil das Lava-Tiere sind halt. Oh, hier die Magier. Ach du Scheiße, die sind zum Kotzen. Ach, da hab ich noch gar nicht gesehen. Aber die halten ja gar nichts aus. Ja, aber die porten sich weg. Für Nahkämpfer sind die echt die Hölle.
schon sein. Ja, das Problem ist, ich will jetzt natürlich auch nicht. Pass auf. Chaotisch, die machen ein bisschen Schaden. Aber die gehen, aber das ist ätzend, weil die hin und her und kreuz und quer und ich komme nicht dran an die Arschlöcher. Ja, da meine Pfeile schön schnell steche nicht dazwischen. Ja, entschuldige, ich bleib mal ein bisschen hinten, solange ihr die Magier wegmacht. Da kann ich hier nichts ausrichten. Guck mal, wie schnell das geht. Zack. Zack, bumm. Ja, aber 3 Schüsse für ein Fass brauchen, ne? ich muss ja vorm Fass stehen, sonst kann ich ihn nicht kaputt machen. Nee, Fass kannst du nur mit Nahkampfangriff kaputt machen. Ja. Kann ich auch nur. Das ist das Bescheuerte. Weil wenn da ein Explosiv drin sind, kann ich nicht von weit wegballern. Ich geh weg. Oh, ich bin weg. Ich halte mich mal ein bisschen im Hintergrund. Hier, das ist mehr so euer Metier, glaube ich. Ich hab zu viele Caster hier. Ich hab so viele Heiltränke parat, wo ich hier gar nicht brauche. Ich hab noch genau 3. Warte, hier. Oh, danke, das ist super, das spart mir im Weg in die Stadt. Ja, ich brauch halt nur diese Mana-Tränke. Ja, ist klar, für das Schild. Ich baller mal den ganzen nächsten Raum flach. Ja, mach mal in Ruhe. Schön ist ja, dass ich unendlich viel Reichweite hab, theoretisch auch mal damit alles wegballern kann. Weil die überhaupt nicht rankommen. Die kommen erst ran, wenn sie dich sehen. Achso, da ist einer, den ich vergessen habe. Deswegen ist auch ein Tipp, dass man sich auf keinen Fall Items mit Lichtkegel erhöhen holen soll. Eher mit Minus. Minus. Ja. Die Gegner dann nicht mehr sehen. Ja. Genau. Oh, schön, bin ich reingerannt. Das war nicht. Ich höre nichts. Das war ausnahmsweise mal nicht Stromski schuld. Kann man jetzt mal so sagen. Stimmt ja gar nicht. Das einmal habe ich Stromski gleich. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. War wohl meine Schuld. Ja, alles klar, wenn du das so siehst. Ich gebe alles zu. Ich war's. Ich sag extra, ausnahmsweise war das mal nicht Stromski schuld und er sagt, nee, das stimmt ja gar nicht. Ja, mit dem Ausnahmsweise. Mit dem Ausnahmsweise. Ja, bei mir war das Viech gerade ganz woanders. Da weg, war einfach wieder weg, wenn da war. Oh. Alles. Ist das natürlich so, wenn man sein Internet aus dem Gaugummi-Automaten hat, dann ist das. Ein Drecksack, ey. Darf ich nicht sagen, Quark hat ja bald auch der Arme. Ja, es tut mir leid. Bei ihm habe ich Mitleid. Bei Stromski nicht. Warte, das ist sehr liebenswürdig von dir. Du bist ein sehr netter Mensch. Ich suche meine nächste Wohnung nach dem besten Internet der Welt aus. Und dann wirst du sehen. Ja, dann musst du nur zu mir ziehen. Aber ich habe kein Zimmer frei. Du hast ja bald noch wieder so ein Null im Internet. Ich meine von 100.000 DSL-Glasfaser hier auf VDSL runter, ja, Moment. Das geht ja noch. Das ist ja ein Schritt zurück. Das ist ja schon mal, weißt du, wenn es einmal die falsche Richtung rollt, ist es nicht mehr aufzuhalten. Übernächstes Jahr, zack, Tausender. In 3 Jahren gar nicht mehr. John Huston schieß. Ja. Tausender, ich rede wenigstens, also ich rechne eigentlich in 10.000er Schritten. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Achso, 2F1. Ich rechne ja nur in 10.000er Schritten. Ja. Weiß, die anderen rechnen doch in Tausendern, aber. Die machen coole Geräusche beim Verrecken, die Typen. Ja, das stimmt. Die zerfallen auch so cool irgendwie. Aber wie viel Rollen Town-Portal kriegt man denn hier? Und wofür braucht man die? Ist die Frage, ne? Wenn man so ein Magi-Noob ist wie ich. Stimmt, ich hab jetzt auch wieder 7. Ich brauch nicht Mana-Tränke. Ich hab eben gekauft. Ey, was macht denn der hier? Kriegst du irgendwie nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Jetzt aber. Oh, da ist ja noch einer. Ich bin gar nicht gesehen. Stand hier so vor dem Roten. Ich mach mal die Tube auf. Ich sammle mal Gold. Das brauchen wir ganz dringend. Ja, mach mal. Gold ist ganz wichtig. Haben wir nicht genug von. Geh mal nach hinten wieder. Du bist aber genau einer. Ja, ich will auch mal was zu tun haben. Ich stehe doch nur hier hinten. Nee, mach dir mal. Hier, die sind mir eh lieber, wenn ihr die macht. Man muss ja seine Stärken kennen und auch einzusetzen wissen. Aua. Welchen meinst du? Nein, die Stärken. Deswegen stehe ich genau hier hinten und mache gar nichts, weil das genau meine Stärke ist. Jetzt habe ich hier auch so einen, der nicht tot jetzt. Ich hatte falsch geschossen. Oh, das bist du. Das ist der Counselor. Oder? Was heißt ein Boss? Nee. Aber der hieß anders als die anderen. Hier, irgendwo Schüsse oder Schläge. Ach, wir kriegen ja jetzt gleich, wir sind auf Level 14, ne? Da müssen wir jetzt auch gleich mal in den Start. Genau, wir müssen dann kriegen wir die Quest holen. Genau. Das haben Bogen gefunden. Oh, hallo. Der Magen, ja? Zack, Bogen, da sind wir wieder. Nee, der ist alle kaum. Ich hab mir nie gedacht, die sind anders.
guck mal, was hier so am Boden rum ist. Entschuldigung. Das sieht aber gut aus, was ihr da macht. Also ich muss das jetzt mal so sagen. Also als außenstehender Beobachter macht ihr das echt gut. Bogenschütze, das Nervige, wenn ich einmal daneben klicke, dann rennt der direkt daher drauf zu. Ja, drückst du nicht Shift oder so? Nee, dann schießt man ja wieder schief. Guck mal, wenn ich normal schieße. Ne, das kann ich dir nicht zeigen, wie ich normal schieße. Also du meinst, dass das so ein bisschen aus der Richtung geht, ne? Ja. Ja, und dann schießt er zu 90% daneben. Ja, ja. Oder wenn die schräg laufen, ne? Dann ist das auch nicht so fein abgestimmt, ne? Ich sag, guck mal, wenn ich so die Maus halte, schießt er so. Ja. Wow. Oh, jetzt stehe ich in der Suppe. So, wenn ich ein bisschen nach links gehe, zack, direkt irgendwie 20, 30 Grad weiter. Ja, das habe ich aber hier mit dem Zaubern ähnlich. Und wenn, ich habe auch ganz oft bei diesen, hier ist Book of Town Portal, Warwick. Town Portal habe ich schon. Ja, aber nimm das. Also ich habe keine Stärkung festgestellt, irgendwie, wenn man da so Level... Ich habe wahrscheinlich nur wenig Mana, weniger Mana. So, ich denke, hier sind wir auch durch auf der Ebene. Dann sollten wir mal in die Stadt uns das Quest holen von Deckard. Ja. Wollen wir das noch einmal vorlesen lassen? Oder ja, das lassen wir noch einmal vorlesen. Ne? Also ja, dann ich setz mal Town Portal. Setz mal Town Portal, genau. Warte, lass mich, ich habe so viele Scrollen. So. Scrollen? Bring, bring, bring. Den ach, so meint. Da müssen wir aber gleich in das Richtige gehen, ne? Ja, in meins. Genau. Ich gehe mal eben hier einen Ring identifizieren und einen Stab abverkaufen. Ja, aber warte, wenn du Deckard anklickst, fängt er gerade an zu schwätzen. Ja, achso, ja, dann... Ich hab ihn schon angeklickt. Okay, dann starte ich die Quest jetzt auch, dann können wir einmal anhören. Hello, my friend. Stay a while, you must hurry and rescue Albrecht from the hands of Lazarus. The prince and the people of this kingdom are counting on you. Ogden has owned and run the Rising Sun Inn and Tavern for almost 4 years. What ails you, my friend? I was shocked when I heard of what the townspeople were planning to do that night. I thought that of all people, Lazarus would have had more sense than that. He was an archbishop and always seemed to care so much for the townsfolk of Tristram. So many were injured, I could not save them all. What can I do for you?